Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Tropico 5. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser Städtchen hier wächst und wächst und wächst. Die Wirtschaft floriert. Wir haben eine gute Zustimmung, viel Wohnraum und es sieht wirklich schon sehr schick aus hier. Aber hier haben wir auch zwei neue Aufträge. Unsere Freunde, die Schreihälse, bitten Sie darum, ein Bündnis zu schließen. Diese Typen können wirklich nicht leise sprechen. So, Aufgabe. Verbünden Sie sich durch ein Bündnis mit den Achsenmächten. Dadurch wird das Angebot der Alliierten zurückgezogen. Na gut, machen wir. Und was war noch? Achso, das war entweder oder. Präsidente? Wer ist das hier? Ines Dias. Aha. Gut, also. Blinkt schon wieder irgendwas hier. Nach dem Erfolg der Revolution sind wir bereit, sie in andere Bruder- und Schwesterländer zu exportieren. Okay, allerdings sollten wir sie in Übereinstimmung mit Lenins Prinzipien in Massen herstellen, für alle. Dann können wir sie eindosen und an die ganze Welt verkaufen. Exportieren sie 5000 Konserven. Wo kriege ich den Konserven her? Müssen wir uns gleich auch noch anschauen. Erst einmal Wohnungszufriedenheit erhöhen und ja, wir müssen uns mit den Achsenmächten anfreunden. So, jetzt ist unser Trockendock freigeschaltet, endlich. Was ist das nächste? Generäle. Machen wir das mal. Und kümmern uns dann darum, dass wir einen Trockendock kriegen. Wo ist denn das? Oder ist das einfach nur eine Forschung gewesen? Oder baut man das auch? Trockendock. Erhöht die Geschwindigkeit aller Handelsschiffe. Einzigartig. Muss an der Küste platziert werden. Ah, hier geht's. Dann bauen wir das mal, weil er möchte ja, dass wir das bauen. Ernsthaft, komme ich da nicht durch? Ich will zumindest eine Straße dahin haben. Naja, wird schon irgendwie funktionieren. So, Trockendock wird gebaut. Die Wohnungszufriedenheit steigt nur sehr langsam. Unsere Freunde, die schreien. Konserven, wie ist es denn mit Konserven eigentlich? Wo ist es denn da? Wie funktioniert das? Schokofabrik, Elektronikfabrik, Rumdestillerie. Konservenfabrik. Diese Gebäude benötigt Strom. Bauen Sie ein beliebiges Kraftwerk. Aha. Okay, das hatten wir ja schon. Kraftwerk haben wir hier. Jetzt wird es also richtig industriell hier. Aber ich gehe auch gerade ein bisschen ins Minus. Aber wird sich schon irgendwie wieder fangen, denke ich mal. Jetzt gehen wir wieder. Jetzt haben wir plötzlich wieder 22.000 plus. Also so schnell geht das. Ich muss halt immer den Eimer nach dem Auge haben, dass wir neue Häuser brauchen. Die ganze Zeit brauchen wir neue Häuser. Ich baue ja schon immer fleißig, aber man kommt gar nicht so schnell hinterher. So, wo können wir noch Häuser bauen? Da können wir noch Häuser bauen. Alle Lücken müssen gefüllt werden. So, neue Häuser und ich bin wieder im Minus, so schnell geht's. Aber das Kraftwerk erstmal Priorität. Na gut. Wird sich schon irgendwie ins Laufen bringen hier und alles wird schon irgendwie funktionieren. Können ja auch nochmal irgendwie Verordnungen ans Mann bringen hier. Erzeugt Profite abhängig davon, wie viele reiche und stinkreiche Bürger es gibt. Allerdings verlieren diese nicht nur einen Teil ihres Wohlstands, sondern auch einen großen Teil ihres Respekts. Naja, nee. Das wollen wir ja auch nicht. Dass die uns nicht mehr mögen. Staatsschulden. Verwalten Sie die Staatsschulden, indem Sie Anleihen ausgeben und zurückkaufen. Auf geliehenes Geld gibt es Zinsen. Die Effizienz aller Plantagen und Hykokulturen steigt. Ja, wahrscheinlich bringt uns das doch mehr. Sozusagen die Reins, also die 600, die wir im Monat dann dafür ausgeben, müssten wir doch eigentlich dann wieder rauskriegen durch Gewinn, oder? Die Bürger von Tropico müssen ihre Gesundheitsversorgung bezahlen. Wer es sich nicht leisten kann, erhält keine Gesundheitsversorgung. Okay. Schließt alle Räume, steigen 5 Punkte. Ich würde das mit den Agrarsubventionen testen wir mal.
Das Geld wächst nicht auf Bäumen, Präsident, aber es ist nützlich, um Bäume wachsen zu lassen oder jedes andere Agrarprodukt. Werfen Sie den Bauern genug Geld in den Drachen, dann werfen Sie noch viel mehr Obst zurück. Bildlich gesprochen, versteht sich. Machen wir mal. Und ansonsten würde ich auch sagen, können wir noch mal ein bisschen auf Farm und Industrie und sowas gehen. Achso, wahrscheinlich darf ich es jetzt nicht bauen, weil ich kein Geld habe, ne? Dann warten wir ein bisschen. Während ich schön ins Minus gehe hier. Vielleicht sollten wir auch demnächst nochmal erstmal wirklich viel auf Wirtschaft gehen und auf Aufbau von Exportgütern und dann erst weiterbauen, weil jetzt ja doch sehr viel ins Minus geht. Zwar kommen jetzt wieder Schiffe, aber wir brauchen mehr monatliche Einnahmen sozusagen. Es geht ja rasant ins Minus hier. Da, jetzt sind wir so gerade wieder in Richtung Null gegangen. Insofern. Ja, jetzt geht's wieder langsam ins Plus. Aber wir brauchen mehr, was wir herstellen. Also ich würde fast sagen, wir können mal eine Zigarrenfabrik herstellen. Bauen. Nicht herstellen, herstellen nicht, sondern bauen. So. Und dann mehr Tabakplantagen. Zum Beispiel, na, wo ist noch Platz und wo ist noch grün? Das wird jetzt eine lustige Frage hier, allerdings, so. Da passt noch. So, dann bauen wir eine Tabakfabrik und noch mehr Tabak. Dann können wir noch Zigarillos exportieren. So, und jetzt haben wir auch ein Kraftwerk. Sollten also jetzt Strom kriegen. Wenn das so richtig ist und das funktioniert. Bin mal gespannt. Genau, und die müssen wir verbessern, ne? Auf verstärkter Rumpf- und Schiffsbau. Aber das kostet dann sehr viel. Müssen wir erstmal warten, bis wir ein bisschen Geld haben. Ich habe halt gerade sehr viel Ausgaben. Wir können mal das Budget bei den Militärfabriken zum Beispiel ein bisschen runterschrauben und sowas. Die brauchen wir ja momentan nicht wirklich, ne? Und wird Strom produziert? Nee, noch nicht. So, was haben wir hier? Kamerad Präsidente, ich fürchte, dass die Ziele der Revolution gefährdet sind. Scheinbar glauben die Kommunisten, dass unsere Revolution nicht die beste ist. Okay, alle anderen Länder errichten Denkmäler, um ihre Ideologien und Wirtschaftssysteme zu feiern und um zukünftige Generationen zu inspirieren. Was mich und die Kommunisten begeistern würde, wäre der Bau von einem Transportbüro. Nur so werden wir in Tropico in ein wahres kommunistisches Paradies verwandeln. Ein Transportbüro, ist das nicht so ein ganz billiges Ding hier? Ja. Dann bauen wir halt ein Transportbüro. Was immer ihr wünscht. So, hier, versteckt da oben. Handelsschiffe können 50% mehr Exporte befördern. Machen wir das. Wir sollen das ja verbessern. Aber bald kommt auch die Invasion. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob wir das noch schaffen bis dahin. Genau, eine Konservenfabrik müssen wir ja theoretisch auch noch bauen. Produziert Konserven aus Kaffee, Fisch und Ananas. Aber dafür brauchen wir erst Strom, der jetzt aber geliefert wird. Also, pass auf. Dann würde ich fast sagen... Wo war's denn jetzt? Wie blöd. Da, Konservenfabrik. Achso, ja gut, das Geld fehlt. Aber ansonsten können wir die bauen. Boah, je größer die Stadt wird, desto mehr verliert man natürlich auch ein bisschen den Überblick. Was man so alles braucht und hat und sonst wie. So, welche Zufriedenheit geht bei euch runter? Unterhaltung könnte man noch ein bisschen erhöhen. Ansonsten die Nahrung geht auch ein bisschen runter. Gesundheitsversorgung, ja, noch ein Krankenhaus wäre vielleicht ganz nett oder so ein Dings. Arbeitsplätze, Mediengebäude, Religion. Bleibt alles gleich soweit. Medien... Ja, wir brauchen erstmal Geld. Können erstmal nichts bauen, bis wir ein bisschen mehr Geld haben.
So, jetzt sind wir wieder ein bisschen im Plus. Aber ich gebe halt das Geld auch so schnell aus, ne? Erzeugt Forschungspunkte. Ich hätte halt vor allem gerne, eine Klinik. Ja, wir können natürlich noch eine Klinik bauen, aber wir haben ja schon eine. Einen kleinen Laden können wir auch bauen, natürlich. Hatten wir zwar schon mal einen gebaut, aber wir können ja noch einen bauen. Wo ist denn da die Straße? Da. Ich versuche einfach durch verschiedene Gebäude, die ich so baue, immer wieder ein bisschen die Zufriedenheit hochzuhalten. Aber noch klappt es ja auch ganz gut. Wir sind immer über 50%. Und noch geht's auch mit dem Geld. Aber ich würde echt sagen, wir müssen noch mehr in Richtung... Gut, ich meine, das hier macht echt Geld, die Rumdestillerie, ne? 72.000 bis jetzt. Das bringt auf jeden Fall was. Und ich denke mal, dass dann auch die Tabakfabrik, die Zigarettenfabrik hier, wenn sie fertig ist... Zigarren, ich denke mal Zigaretten. Dass die auch dann ordentlich Geld machen sollte eigentlich. Vor allem gibt es ja auch viele Arbeitskräfte hier. Arbeitsplätze. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Arbeitsplätze. Ein brillantes politisches Kabinettstück. All unsere Probleme sollten jetzt gelöst sein. Mit der Betonung auf sollten. Okay. Wir brauchen jemanden, der Ihnen das erklärt. Können Sie mit einen Ihrer Experten senden? Meine Ratgeber glauben, das Problem liegt daran, dass die Leute Angst vor der Angst haben. Das muss aufhören. Penultimo entsenden. Unbekannte Auswirkung. Ein Familienmitglied entsenden, um zu helfen. Aber ich will mich eigentlich nicht mit den Alliierten verbünden, sondern mit den Achsenmächten. Also, ja. So, die überweisen uns Geld. Ja, wer eigentlich die Achsenmächte hier haben wollen, aber mit denen ist die Beziehung nicht so wirklich gut momentan. Vielleicht sollte ich die rausschmeißen und stattdessen die Alliierten einladen. Naja, gut. Schauen wir mal. Wir bauen erstmal weiter. Jedenfalls haben wir jetzt ein Kraftwerk, das Strom produziert, kostet allerdings ziemlich viel. Und damit können wir aber jetzt eine Konservenfabrik bauen. Die dann aus zum Beispiel Ananas und Fisch Konserven herstellt. 388 Leute haben wir schon, es wird echt immer mehr. Obdachlos, 9 Leute. Ja, wir haben 26 verfügbare Jobs und 13 arbeitslos. Sucht euch die Jobs halt. Ja, wir haben sogar noch genug Ungebildete eigentlich. Dann obdachlos kann man natürlich immer wieder Häuser bauen, Häuser bauen, Häuser bauen. So, was willst du? Meine Nachforschungen haben ergeben, dass die USA schon bald die Prohibition einführen werden. Der gesunde Menschenverstand sagt, der Alkoholschmuggel wird eine ganz große Nummer und wir können davon mächtig profitieren. Besitzen Sie eine Rumdestillerie, haben wir ja schon. Da, siehst du die? Da ist sie. Und schon erfüllt. Wunderbar, so schnell geht das. Konserven sollten dann auch bald hergestellt werden. Dann haben wir jetzt noch Zigarren. Präsidente, wir haben heraus. Okay, also dann haben wir Zigarren und dann haben wir auch noch hier Konserven und Rum. Das heißt, es sollte eigentlich echt ganz gut Geld bringen dann. Hoffe ich einfach mal. So, wie ist das mit den ganzen Managern? Machen wir mal einen Tycoon rein. Und setzen hier das Budget auf Maximum. Ansonsten weiß ich auch noch nicht so richtig, wie das mit den Managern ist. So richtig den Sinn habe ich noch nicht verstanden. Wohlstand der Arbeiter im Gebäude steigt und sowas, natürlich. Erhöht die Zustimmung der Arbeiter für das Regime. Ja, so machen wir sowas hier. Klingt gut. Ansonsten hier, Magnat. Effizient von Bergwerks- und Ölgebäuden. Ah, warte mal, einen Magnaten können wir mal ins Bergwerk einstellen hier. Aber da fehlen auch noch Arbeitskräfte hier, ne? Gastarbeiter einladen, so. Haben wir noch was? Haben wir noch einen Magnat? Nee, aber Umweltschützer senkt Umweltverschmutzung in der Nähe. Arbeitsqualität der Arbeiter steigt. Erfinder, monatlicher Basiswert. Manager haben wir da schon. Hier haben wir auch einen Manager drin. Wie ist das hier? Da haben wir noch keinen Manager. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier... Das, warte mal, der Agent erkennt die verborgenen Rollen von 20% der Arbeiter im Gebäude. Erfinder. Gewerkschaft, Arbeitsqualität steigt. Einstellen.
Und dann hier würde ich sagen, Umweltverschmutzung brauchen wir da nicht unbedingt, das ist ja sowieso schmutzig. Wohlstand der Arbeiter wächst, einstellen. So. Ja, ein paar Manager nutzen. Zwei Gastarbeiter sind angekommen und wir haben immer mehr Geld. Jetzt sind wir bald an 100.000 dran. Allerdings kommt in 2 Monaten auch die Invasion und ich glaube, das werden wir nicht überleben. Ich speichere nochmal. Invasion 10 Monate bestätigen. Weil man weiß ja nicht, was dann da passiert und wie viel Militär wir tatsächlich brauchen. Wir haben ja schon einiges an Militär auch gebaut und wir haben auch sabotiert ohne Ende, aber ob das reicht, um die zu bekämpfen, weiß ich natürlich nicht. Die Prohibition hat begonnen. Zeit, den Markt mit illegal hergestelltem Alkohol zu überschwemmen. So, exportieren Sie 10.000 Rum. Der Rumpreis erhöht sich um 10% und dafür kriegen wir 20.000 in die Staatskasse und wenig Beziehungen bei den Alliierten. Mehr Verbrecherbosse auf der Insel. Ja, macht nichts. Ja, damit. Das ist fertig geforscht worden. Wir können eine Bank erforschen, eine Schmuckfabrik, ein Zollamt. Dauert aber jetzt auch immer länger halt, wenn man das erforschen will. Eine Bank, würde ich sagen, erforschen wir mal. 37 Monate. Soweit werden wir ja eh nicht mehr kommen, weil in 9 Monaten wissen wir, ob wir die Mission verloren haben oder gewonnen. Dann würde ich sagen, noch mehr Militär. Ich krieg nämlich jetzt ein bisschen Schiss, dass wir das nicht aushalten, was da kommt. Insofern heißt es für mich jetzt aufrüsten. Mehr Türme. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie schwer das wird, wenn die da kommen. Und das macht mir ja so ein bisschen Sorge. Lieber zu viel als zu wenig. So, aber wir haben eine echt große Stadt gebaut in der einen Mission hier. Die ja wahrscheinlich jetzt bald zu Ende ist. Aber leider haben wir einige Missionen nicht geschafft. Konservenexport läuft zwar jetzt, Rumexport läuft zwar jetzt. Aber das werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr beenden können, bevor der Waffenstillstand da ist. Und hier die Wohnungszufriedenheit klappt irgendwie auch nicht so ganz. Obwohl ich ja sogar schon viele Häuser und Villen gebaut hatte. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Bin echt gespannt jetzt auf die Invasion. Wie schlimm das wird. Bin echt gespannt. Unsere Freunde in den USA sind nicht begeistert. Ich würde sogar sagen, dass sie ausgesprochen ungehalten darüber sind, dass wir Rum in ihr Land exportieren. Beenden Sie die Exporte oder leben Sie mit den Konsequenzen. Ein Familienmitglied zur Verhandlung entsenden, das klingt gut. Machen wir. Geh mal dahin und klär das mal. 6 Monate noch, 5 Monate noch, gleich wird's spannend, Leute. Ich würde sagen, wir erhöhen schon mal das Budget bei allen... Militärgebäuden. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt weiß, ob das das bringt oder ob das nur den Wohlstand... Die Revolution an sich ist schon Belohnung genug. Ja, gib mal her. So. Wo haben wir noch überall Militär? Da haben wir Militär. Wir haben viele Militärgebäude. Ich habe echt Schiss vor der Revolution, vor der Invasion. Im Notfall muss man sich halt jetzt verschulden. So, noch 2 Monate, dann wissen wir's, Leute. Noch 2 Monate, dann wissen wir's. Jetzt bin ich gespannt. Aber ich finde es schön auf jeden Fall, selbst wenn wir jetzt verlieren sollten, haben wir echt viel gebaut und viel gelernt auch, wie man Gebäude baut und sowas. Und es ist echt eine schöne große Stadt gewachsen. Gefällt mir richtig gut. 1 Monat noch. 1928, da griff dann Isla Rocha mich an. So war das damals, ja. Können wir nicht auch noch eine Verordnung erlassen? Sowas wie... sowas wie, alle müssen ins Militär oder so? Also Unruhen erhöhen sich beim Inkrafttreten und im Folgenden, ja. Sinkt Kriminalität, Freiheit, Tourismus und die Effizienz. Alle militärischen Einheiten, die sind 5 Jahre lang leistungsfähiger. Das werde ich auf jeden Fall sofort... Bzw. ich kann das ja jetzt schon machen, das gilt ja für 5 Jahre. Heute startet die Militärübung. Insofern sollte das eigentlich helfen. So, ich speichere nochmal. Sicher. Invasion. Incoming! Bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich würde sagen, um es spannend zu machen, machen wir das beim nächsten Mal. Ich weiß, es ist richtig gemeint von mir. Aber das ist doch auch ein Anreiz, beim nächsten Mal wieder reinzuschauen bei Tropico 5. Bis dahin, euch einen schönen Tag und alles gut. Ich bin raus. Euer Walle. Bye, bye.